Rockin' Show. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Rockin' Show. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Hightech, Feuerwehr setzt auf automatische Schläuche. Toll, gute Zeiten, schlechte Zeiten, jetzt auch in Indien. Und dumm gelaufen, Lothar Matthäus braucht neue Bälle. Auch in dieser Woche, meine Damen und Herren, gab es in der Innenpolitik nur ein Thema, und zwar der Streit in der Koalition. Um die ständigen Quälereien zu beenden, haben die Grünen jetzt den Regierungschef zum harten Durchgreifen aufgefordert. Leider wird daraus nichts, denn Oskar Lafontaine ist zurzeit im Urlaub. Welche politischen Überraschungen wir in der nächsten Woche zu erwarten haben, das sehen Sie jetzt in unserer Wochenvorschau. Montag. Erneuter Ärger um die Kelly Family. Nach ihrem Umzug vom Hausboot ins Schloss wird der erfolgreichen Großfamilie vorgeworfen, ihr neues Domizil Schloss Gümnich nicht angemessen zu pflegen. Alles Quatsch, sagt Papa Kelly. So sauber habe es noch nie ausgesehen. Dienstag. Der Trickfilm Das große Krabbeln schlägt in den USA alle Rekorde. Der große Erfolg verleitet den Produzenten des Films zu einer Fortsetzung für Erwachsene. Mittwoch. Tic-Tac-Toe sind wieder zu dritt und starten ihr lang erwartetes Comeback. Allerdings ist den Teenie-Stars von damals die lange Pause deutlich anzusehen. Donnerstag. Rudolf Scharping verwirklicht einen Kindheitstraum und startet sein Vorhaben in 80 Tagen mit dem Rad um die Welt. Doch schon nach 200 Metern springt ihm die Kette ab und er muss das Abenteuer abbrechen. Freitag. Zwei Wochen nach der Trennung von Eisprinzessin Tanja Schewtschenko wechselt der Trainer Peter Jonas ins Tennisgeschäft. Aber auch dort hat er nur mäßigen Erfolg. Die Fußball-Bundesliga hat mit ihrer Rückrunde begonnen. Um den Schiedsrichtern die Arbeit zu erleichtern, will der DFB jetzt die Torkamera einführen. Leider führt dies zu einer Überbelastung der Torhüter, da sie nicht nur den Ball, sondern auch die Kamera halten müssen. Wir haben uns zum Thema Fußball einmal auf der Straße umgehört. Freuen Sie sich auf die Bundesliga-Rückrunde? Nun, im postmodernen Gesellschaftssystem nimmt der Fußball oder auch Ludus Pedis, wie wir Lateiner sagen, eine infrastrukturelle Funktion jenseits des kantischen kategorischen Imperativs ein. Könnten Sie das für die Zuschauer vielleicht mal kurz zusammenfassen? Aber natürlich, halten Sie mal. Ole, 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 ole! Hallo, was halten Sie davon, dass die Bundesliga zurückkommt? Ach, die Bundesliga kommt wieder. Oh, da wird sich mein Mann aber freuen. Wie viel sind das denn, wie viel Mann? Tja, das sind 18 mal 11 Spieler. Ah nee, das sind ja 198 Mann. Nee, das reicht ja vorne und hinten nicht. Die sind doch den ganzen Tag an der Luft, die jungen Männer. Die haben doch Appetit, die haben doch einen riesen Hunger. Da muss ich noch schnell die Lehne. Stichwort Fußball. Nein, nein, ich meine Fußball, nicht Kugelstoßen. Fußball. Ja, sehr schön. Ich meine aber Fußball, nicht Opernball. Die reiten, reiten, ja. Das meine ich, ich meine Fußball. Fußball! Ja, Mann, ich bin ja nicht taub, ich hab's verstanden, aber ich bin jetzt seit 3 Tagen Pantomime und ich kann doch keinen Fußball. Ich kann nur tanzen, Kugelstoßen und reiten und das Fenster. Ich kann doch nicht mehr. Entschuldigung, was halten Sie denn vom Fußball? Vom Fußball? Ja, jede Menge eigentlich hier, ne? Mein Kumpel ist da wirklich richtig begabt. Der kann auch alle Spieler aufzählen, die 74 DWM gewonnen haben, ne? Hier, unsere Jungs. Ist ja fabelhaft. Also, erzählen Sie mal, wer war dabei? Jo, komm. Beckenbauer? Und damit zurück zur Wochenshow. Oberer. In der Medizin gibt es eine neue Sensation, war es den Wissenschaftlern bisher stets ein Anliegen, bestimmte Dinge zu vergrößern. Ist es ihnen nun gelungen, ganze Personen auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen zu lassen? Wir schalten jetzt zu meinem Kollegen Horst Lemminger, der sich nach dieser neuen Methode hat behandeln lassen. Horst, wie geht es dir gerade? Hallo Ingolf, es geht mir ausgezeichnet. Und das, obwohl ich nur halb so groß wie eine Ameise bin. Ist das nicht unglaublich? In der Tat, Horst, das ist es. Aber sag mal, wo bist du? Jetzt halt dich fest. Ich bin direkt bei dir.
Was? Oh, da muss ich aufpassen, dass ich dich nicht zertrete, wenn du so klein bist, Horst, ne? Nein, nein, Ingolf. Hm? Ich bin in einem Teil deines Kleinhirns. Da schlackerst du mit den Ohren, was? Na, besser nicht. Ansonsten gibt's hier ein großes Beben. Also, Horst, das ist doch echt ein totaler Unsinn. Das ist doch blöd, ich glaub das nicht. Also, nun sag schon, wo auf, bist Ingolf. Du wirklich, Horst? Sag mir Bescheid, hör auf, ne? Hör, ich kann's dir beweisen. Da kommt ein Gedanke von dir, Ingolf. Mann, du bist auch noch versaut. Flotter Dreier, wie? Also, Ingolf, ich werd's dir beweisen. Beweisen. Siehst du diesen Nerv? Ja, der führt direkt zu deinem Augenlid. Aha. Jetzt pass mal auf. Lustig, was? Horst, und noch ein Beweis. Au, Horst, lass es. Horst, aua! Horst, bitte! Bitte lass es. Und jetzt wird's ganz lustig. Was denn? Kili, 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 Horst, kili, 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 kili. Das war Horst Lemminger. Ehemalige Regierungsmitglieder nutzen ihre neu gewonnene Freizeit. So hat jetzt auch Altbundeskanzler Helmut Kohl viel mehr Zeit für sein Hobby. Er bringt es inzwischen schon auf mehr als 23 Mahlzeiten am Tag. Auch Norbert Blüm hat jetzt einen neuen Zeitvertreib gefunden. Sehen Ihre Partys vielleicht so aus? Oder verstehen Sie das unter Spaß? Dann wird's Zeit für Nobbys Party Service. Zusammen mit meinem Bruder biete ich Ihnen einen bunten Strauß der guten Laune. Küchenhilfe Hannelore und ich sorgen für Speis und Trank. Bei uns gehört Bombenstimmung zum guten Ton. Ob Rock, Polka oder Rap, Nobbys Disco-Team hat alles drauf. Atemberaubende Artistik und tolle Partyspiele sind bei uns all inclusive. Nobbys Party Service und die Rente, Party ist sicher. Ich befinde mich hier im Wohnzimmer von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens ist ein großer Filmliebhaber. Jo, hallo, Taro! Von mir aus ja? Hier! An die Geräte zu Hause! Und an meinen Nachbarn Heinz und an die Ilse von Sparwag! Ja. Die habe ich nämlich gestern abgelichtet! Mit dieser Taschenlampe hier! Aha. Sie sehen also schon, Herr Görgens, Sie sehen also schon, Herr Görgens ist nicht nur Filmliebhaber, sondern auch Filmemacher. Und er Klappe! Was soll das denn jetzt? Na, das ist ein Begriff aus dem Filmbusiness! Hier! So, also gut, ich sehe schon, Herr Görgens ist, ist Filmemacher und ganz in seinem Element, nicht wahr, Herr Görgens? Nee, ich bin nicht in meinem Elefant. Ich bin hier in meinem kleinen Filmstudio, bin ich hier. Also, dieses Wohnzimmer ist Ihr Filmstudio, ja? Da können Sie aber einen drauf lassen, junger Mann. Aber bitte schön draußen vor der Tür, wenn ich bitten darf. Gut, Herr Görgens, dann kommen wir doch bitte einfach mal zum Thema, ja? Was für Filme machen Sie eigentlich, Herr Görgens? Super 8? Nee, Super 8 mache ich nicht. Super 8 Filme habe ich früher mal gemacht. Dann habe ich aber zwei verloren und jetzt mache ich nur noch Super 6 Filme. Aber die tören Sie ganz schön an, warum die ganz junger Mann? Ja, nein, aber Herr Görgens, nochmal von vorne. Sie machen Filme, Sie drehen sie selber, Sie schneiden sie und vertonen sie hinterher. Ja, das mache ich wohl. Aber das ist gar nicht so einfach, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich Ihnen ja mal zeigen. Das wäre schön, ja? Muss ich holen, soll ich? Ja, nun bitte, wir sind alle sehr gespannt. Also, hier sind meine Filme. Hier, das sind sie. Herr Görgens, das sind aber doch jetzt keine Filme, die Sie jetzt gemacht haben. Nee, die Filme muss man ja auch erst noch drehen. Sehen Sie mal, so kann man die Filme dann noch mal wieder drehen. Muss man die natürlich auch noch vertonen, sonst sind es ja Stummfilme. Was? Vertonen? Ja. Ach, Herr Görgens, hören Sie doch auf. Erzählen Sie mir doch nicht, dass so und Filme Schluss, gemacht werden. Da muss ist doch man die Filme Unsinn, noch schneiden. Sehen Sie mal. Muss man schneiden, hier muss man ist auch der noch? Schöne Film und hier wird dann der Ach, Film hören Sie geschnitten. Doch auf. Erzählen, Sie sind ein Betrüger, Herr Görgens. Sie erzählen mir, Sie können Filme machen und dann kommen hier irgendwelche Kinkerlitzchen dabei raus. Kann, was? Aber ich kann auch Fotos schießen. Gucken Sie mal. Was? Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein.
zurück zur Wochenshow. Aber wieso denn? Ich kann auch nicht meiner Ernst. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow unser Sensationsmagazin passiert und den Mann, der sehr liebt, Brisco Schneider. Also, bleiben Sie dran. Und das sind die weiteren Themen. Fußballfuss. Deutsche Jugend spielt lieber Wasserball. Dufte, neue Sportanlage in Chemnitz eröffnet. Und Eiweißmangel. Monika Lewinsky hat Hormonstörungen. Tagesschau-Sprecherin und möchte gern Superstar Susan Starnke macht wieder von sich reden. Nachdem der Playboy keine Nacktfotos von ihr bringt, hat sie nun doch noch eine Zeitung gefunden, die Bilder von ihr veröffentlichen will. So soll ihr Gehirn jetzt als Musterbrötchen in der Bäckerblume erscheinen. Sat 1 spendiert Susan Starnke sogar einen ganzen Abend. Die große Susan Starnke-Nacht, morgen in Sat 1. Um 20 Uhr geht es los. Beginnen Sie Ihren Fernsehabend mit den neuesten Nachrichten aus Hollywood, mit der Starnke-Show. Hollywood, ich bin immer noch nicht da. Direkt im Anschluss der Filmfilm. Susan Starnke und Oliver Hardy in Starnke und Olli. Das war das allererste Mal, dass ich mit dem dicken Oliver zusammengespielt habe. Ich musste die doofe Starnke spielen und das war, muss ich sagen, ja, das war eigentlich total einfach für mich. Wir beenden die Sat1 Susan Starnke-Nacht mit einem absoluten Knaller. Sehen Sie Susan Starnke als Marlene Dietrich in dem Film Der total blaue Engel. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Martini eingestellt. Die große Susan Starnke-Nacht, demnächst in Sat1. Schalten Sie ein, meine Damen und Herren. In dieser Woche wurde aktuell bekannt, dass der Berliner Boxprofi Graziano Rocchigiani weder lesen noch schreiben kann. Es war sicherlich nicht einfach für ihn, unser Berliner Studio zu finden. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er es geschafft hat. Rocky, sagen Sie mal, warum wollen Sie das Lesen denn nicht lernen? Das hat man Ihnen doch sicherlich schon angeboten, oder? Da war die Gage einfach zu gering. Ah, ja, verstehe, ja. Ich meine, dazu kommt dann noch, dass Lesen und Schreiben nicht Ihr einziges Problem ist. Ich habe gehört, Sie könnten auch die Uhr nicht lesen. Ich habe keine zeitliche Vorstellung, das habe ich mir schon lange abgeschminkt. Ja, das glaube ich. Ich meine, wie kommen Sie eigentlich, das würde mich wirklich mal interessieren, mit all Ihren Problemen im Leben klar? Ich halte mich fit. Nein, ich meine nicht körperlich, ich meine geistig. Das habe ich schon verstanden und die Antwort reicht schon. Ich halte mich fit. Ja, das reicht wirklich. Obwohl, vielleicht noch eine allerletzte leichte Frage zum Schluss. Wer ist der deutsche Bundeskanzler? Mit dem sprechen Sie gerade. Ach, gut. Wir beiden, danke, Graziano. Rocky Schröder, Rocky Dani. Wir bleiben beim Sport. Mit der deutschen Fußballnationalmannschaft geht es bergab. Mittelfeldstar Andreas Möller hat die Nase voll von der ständigen Kritik. Um sich in Zukunft besser wehren zu können, hat er einen Selbstverteidigungskurs besucht. Nach 6 Wochen hartem Training kann er jetzt schon kratzen, spucken und beißen. Auch sein ehemaliger Trainer Berti Vogts hat ein neues Betätigungsfeld gefunden. Heute werde ich dir zeigen, wie man aus einem ganz normalen, also einem normalen Toast, kein Meerkorn oder so, eine richtig leckere Delikatesse zaubern kann. Hierfür benötigen wir eine Scheibe Toast und einen sogenannten Toaster. Ja, und Margarine. Jacques, wenn ich dich dann jetzt bitten dürfte, vielleicht einmal den Toast in den Toaster einzuführen. Durch den Toaster wird das Brot erwärmt. Ja, aber man muss aufpassen. Wenn nämlich die Scheibe zu lange im Toaster bleibt, verbrennt die Scheibe und die komplette Küche kann abbrennen. Ich darf Sie bitten, diesen Schwelbrand zu löschen, Jacques. Herkömmliches Mineralwasser mit Kohlensäure kann man nehmen, muss aber nicht. Wie Sie sehen, kann man diesen Toast nun leider nicht mehr essen. Ich verwende ihn in diesem Fall immer noch einige Wochen als Untersetzer. Ja, das hat nicht so toll geklappt. Was meinst du, Jacques? Ja, ich habe zu spät gesehen, eindeutig meine Schuld.
Stimmt. Und jetzt nochmal von vorn. Ich habe leider nur die eine Scheibe da. Vielleicht können wir Margarine essen. Die kann ja auch mal lecker sein. Lecker. Auch ohne Toast. Ein echter Genuss für den Damen. Die deutsche Sprache hat sich durch die neue Rechtschreibreform radikal verändert und das stellt uns alle vor ein Problem. Niemand hat mehr den richtigen Überblick. Zu diesem Thema haben wir den Sprachwissenschaftler Klaus Naumann zu Gast. Guten Abend, Herr Naumann. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, guten Abend, Herr Naumann. Ja, ich hatte einen Moment das Gefühl, Sie hätten Abend mit kleinem A gesprochen. Entschuldigung, aber Großschreibung und Kleinschreibung kann man doch nicht hören. Doch, das kann man hören. Großschreibung, Kleinschreibung. Sehen Sie, hat hier jeder gehört. Ja, sicher. Gut, Herr Naumann, es gibt ja noch andere Veränderungen seit der Rechtschreibreform. Zum Beispiel werden viele Wörter, die früher klein geschrieben wurden, nach der Reform groß geschrieben. Aber erklären Sie mir mal, was ist da der Vorteil? Man kann sie besser lesen. Bei der Kleinschreibung musste man immer so nah rangehen und hat sich die Augen verdorben. Ja, wissen Sie was, Herr Naumann, ich habe das Gefühl, dass Groß- und Kleinschreibung nicht gerade Ihr Spezialgebiet ist. Versuchen wir es mit etwas anderem. Neuerdings werden ja bestimmte Begriffe nicht mehr zusammengeschrieben. Nennen Sie doch da mal ein Beispiel. Gern. Charles und Diana. Was? Charles und Diana. Die werden nicht mehr zusammengeschrieben. Jetzt schreibt man Charles und Camilla. Ich sehe schon, ja. Hat auch nicht sehr viel Zweck, Herr Naumann. Nächstes Thema. Was passiert mit der Wiederholung von gleichlautenden Konsonanten? Ja, da wird alles einfacher. Ach ja. Foto schreibt man mit einem F, Affe mit zwei F, Sauerstoffflasche mit drei F und Brandwunde mit vier F. Was? Entschuldigung, aber wo kommen wir bei Brandwunde 4 F vor? Das ist ganz einfach. Mit 4S ein. Raus! In Ordnung. 1, 2, 3, 4S, 5S. Und nochmal am Ende der Nachrichtenüberblick mit der Frau mit 4Es, Anke Engelke. Die Differenzen zwischen der Regierung und der Opposition werden immer größer. Trotzdem nutzt Bundeskanzler Gerhard Schröder jede Gelegenheit, um sich bei seinem Amtsvorgänger Ratschläge zu holen. Herr Kohl, ich wollte Ihnen schon immer mal die Hand schütteln. Kein Problem. Danke. Tschüss. Stuttgart. Gerhard Schröder bestellte sich am Mittwoch bei einer bekannten Autofirma seinen neuen Dienstwagen. Leider lässt der Komfort noch zu wünschen übrig. Irgendwas stimmt nicht mit meinem neuen Wagen. Das riecht hier so verbaut. Berlin. Bundesumweltminister Jürgen Trittin leidet in letzter Zeit unter gesundheitlichen Problemen. Um die Krankheitserreger zu finden, ist er auf die Hilfe von Spezialisten angewiesen. Nach dem Händeschütteln immer die Hände waschen, vor allem wenn Sie Herrn Lafontaine die Hand geben. Stimmt, der hat besonders schwitzige Wurstlappen. Das letzte Mal hatte ich richtigen Ausschlag auf dem Nagelbett. München. Die Deutsche Ärztekammer wies vergangene Woche auf ein neues Jugendproblem hin. Sie fand heraus, dass deutsche Kinder zu wenig trinken. Die Kleinen finden in ihrem Zimmer vor lauter Zigarettenqualm die Bierdosen nicht mehr. Rom. Am vergangenen Montag war Horst Tappert zu einer Audienz beim Papst eingeladen. Leider wusste der Schauspieler nicht, sich gebührend zu benehmen. Johannes, fahr schon mal den Wagen vor. Saarbrücken. Christa Müller, die Gattin des Finanzministers Oskar Lafontaine, ist berüchtigt für ihre Eifersucht. Um ihren Mann besser zu kontrollieren, hat sie jetzt ganz besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Ihre Frau hat angerufen, sie sollen sich eine lange Unterhose anziehen und unbedingt das Gesicht eincremen. Ja. In 5 Minuten ist es Zeit für ihren Mittagsschlaf. Kann dir mal einer das Maul stopfen? Genau, ihre gestopften Socken sind in der Butterbrotdose. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu danke. Amerika, meine Damen und Herren, ist immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nach dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton will dann seine Gattin Hillary Staatsoberhaupt werden. Deshalb raucht sie jetzt Zigarren und trägt nur noch abwaschbare Kleidung. Aber auch deutsche Politiker geben sich bisweilen hemmungslos ihren Trieben hin. Rudi Rodolfo Scharping. Scharping. Ja. Man munkelt, Sie würden gerne mal nach anstrengenden Sitzungen Orgien feiern. Welche Voraussetzungen muss man denn damit bringen, um bei Ihnen mitzumachen? Da muss man dann mit sehr konkreten Vorschlägen auf den Tisch kommen. Och, da hätte ich einen. Was halten Sie davon, wenn ich allen meinen kleinen, großen Freund zeige? Unter diesen Voraussetzungen geht es und es macht auch Spaß. Dachte ich's mir. Es soll ja auch Videos von diesen Treffen geben. Wie sind denn die so geworden? Ich finde, da ist manches zu schnell gegangen, manches übertrieben worden. Aber gut, das kann man sich ja dann anschauen. Oh ja, das mache ich. Und vielleicht auch einen kleinen Ausschnitt jetzt für die Zuschauer. Geben Sie sich einen Ruck? Ich finde, man soll den Leuten nicht zu viel zumuten. Na gut, aber ich darf. Und das nächste Mal nehmen Sie mich auch mit auf eine solche Party, was? Man kann nicht beides haben wollen. Och, aber die Fähnchen haben Sie mir versprochen. Da müssen Sie zustehen. Und die werden Sie auch bekommen. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Scharping. Scharping und... Ja, bei Ihnen geht wohl die Post ab. Meine Damen und Herren, so lautet ein weiser Spruch, belebt das Geschäft. So herrscht zurzeit zwischen den Billigsupermärkten ein knallharter Preiskrieg. Der einzige Nachteil für die Kunden, die Wursttheke erreichen sie oft nur nach einem langen Marsch vorbei an Schützengräben und Minenfeldern. Absolut sicher und günstig sind unsere Produktinformationen. Sie kennen das Problem. Es ist Frühjahr und nur Sie sind mal wieder die Einzige, die nicht rechtzeitig an Ihr Auto gedacht hat. Das haben Sie jetzt davon. Ihre warme Motorhaube ist mit kleinen, frierenden, grünen Fröschen übersät. Doch damit ist endlich Schluss, denn jetzt gibt es Froschschutzmittel. Und es ist so einfach. Nur dünn auftragen, kurz nachpolieren und schon haben die lästigen Quälgeister keinen Halt mehr. Bestellen Sie jetzt Froschschutzmittel, denn wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie diesen praktischen Reiskratzer gratis dazu. Froschschutzmittel und Reiskratzer, damit kann der Frühling kommen. Kennen Sie das auch, dass Ihnen Ihre alte Zahnbürste nicht mehr reicht? Mein Name ist Professor Dr. Test und ich empfehle Ihnen die neue Dr. Test mit dem Ultra-Mega-Power-Tool-System. Natürlich mit dem bewährten Dr. Test Schwingkopf, dem Dr. Test Boston Vorwärmer und der Dr. Test Zahnsteinfräse. Des Weiteren mit dem Dr. Test Außenspiegel, der Dr. Test Taschenlampe und dem Dr. Test Aschenbecher für die Zigarette danach. Die neue Dr. Test mit dem Ultra Mega Power Tool System CFX 2002. Und jetzt extra dazu die Dr. Test Zahnarzthelferin. Dr. Test, immer einen Schritt voraus. Ich weiß doch ganz genau, als ich die erste Frau von meinem Großvater bekam. Es war Herthas Nichte und ich war 14. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernd goldene Korsett zu öffnen. Aber dann,
Ich werde nie dieses erste Mal vergessen. Sie war süß und sahnig und ich war unheimlich gut. Ich spürte, du musst etwas ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir eine so wunderbare Frau schenkt. Und heute bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem süßen Enkel geben als Herthas Nichte? Da ist ja etwas ganz Besonderes. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Seit gestern ist die Bundesliga wieder am Ball und beendet die quälend lange Winterpause. Deshalb fragten wir drei Fußballfans, was haben Sie in der fußballlosen Zeit gemacht? Darauf antworten 23%, ich habe vor meiner Garage gestanden und Tor, Tor, Tor gerufen. 17% sagten, ich habe jeden Sonntag in der Kirche eine Laola gestartet. Und 60% antworteten, ich habe die Bälle meiner Frau gehalten. Die Fantasielosigkeit dieser Antworten erinnerte uns an die deutsche Nationalmannschaft, da die ja auch keinen Spaß mehr bereitet, fragten wir die drei von vorhin einfach nochmal. Diesmal wollten wir wissen, was ist für sie eine Alternative zum Fußball? Darauf erwiderten 14%, ey, meine Alte ist keine Naive. 39% sagten, für diese Frage kriegen sie die rote Karte. Und die restlichen 47% meinten, volle 90 Minuten Sex mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Wir waren entzückt von so viel Einfallsreichtum und blieben einfach beim Thema und stellten die Frage der Woche. Woran erkennen Sie, dass Sie fußballverrückt sind? Auf Platz Nummer 10 kam die Antwort, Sie verkaufen Ihre Frau für 17 Millionen an Inter Mailand. Auf der 9, Sie verstehen nur noch Bonhoff. Auf Platz Nummer 8, beim Pinkeln stellen Sie sich 11 Meter vors Klo. Auf der 7, Sie fragen sich, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Auf der 6, Sie finden Ihre Frau Potthessla. Auf der 5, Ihre Unterwäsche ist aus Feinrebeck. Auf der 4, Sie halten bei Ihrem Schwiegervater um den Fuß seiner Tochter an. Auf der 3, Sie stutzen. Auf der 2, Sie tragen Schuhe mit hohem Abseits. Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Sie fußballverrückt sind, ist auf Platz 1, Sie decken Ihre Frau. Das war Trend in Prozent für diese Woche. Heute musste ich zu meinem größten Bedauern zum Zahnarzt. Und wie es der Zufall wollte, hat er mir natürlich auch gleich einen Zahn gezogen. Dabei habe ich mich aber so verkrampft, dass ich mit dem Ellbogen die Stuhlautomatik betätigt habe. Ich flog in hohem Bogen aus dem Stuhl und verfing mich oben in der Lichtanlage. Bundesumweltminister Jürgen Trittin ist es leid, in der Öffentlichkeit als Langweiler dazustehen. Um zu zeigen, dass er Humor hat, legt er seinen Kabinettskollegen Furzkissen auf die Stühle. Das einzige Problem für ihn war, dass er zum Füllen der Ballons kiloweise Bohnen essen musste. Dass man nicht ohne Ende komisch sein kann, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem Sensationsmagazin. Passiert! Willkommen zu Passiert! Ich war seit 3 Tagen nicht Pippi und das ist passiert. Alleinunterhalter, Witzeerzähler, Komiker. Für viele ein Traumberuf. Doch dieser Traum kann ein jähes Ende finden, wie im Falle von Björn Behrens. Noch weiß Björn Behrens nicht, dass er gerade seinen letzten Witz gemacht hat. Geht der Mann zum Arzt, Sie haben ihn eine Ente auf dem Kopf. Fragt der Arzt, hey, haben Sie das schon lange? Sagt er, sagt er, ja, Sie kommen nicht darauf, ne? Ich komme auch nicht drauf. Kennt ihr den vom Urologen? Ja? Moment mal, es war ein Pathologe. Björn Behrens hat keine Witze mehr. Experten kennen dieses Phänomen plötzlich auftretender Witzlosigkeit. Einer dieser Experten ist Professor Dr. Benölken vom Max-Planck-Institut für diagnostische Katatonie. Was immer das auch sein mag. Hinter dieser Tür arbeitet Frau Professor Benölken. Frau Professor Benölken, warum haben manche Menschen plötzlich keinen Witz mehr?
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass jeder Mensch nur 2000 Witze zur Verfügung hat. Das bedeutet, wenn diese Witze abgefeuert sind, dann ist Schluss mit lustig. Was Sie an dieser Formel da ganz gut sehen können. Nur 2000 Witze für jeden Menschen. Passiert wollte es genauer wissen. Wie kommt es denn, dass manche Menschen plötzlich keine Witze mehr haben? Lustorientiertes Spielverhalten in der Jugend. Als Pausenclown oder als Oberspaßmacher auf Klassenfahrten verschleudert man sinnlos gut ein Drittel seiner Witze. Ich dagegen habe mir meine Witze fürs Alter aufgehoben. Wollen Sie mal einen hören? Nein. Auch viele Prominente aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens leiden unter dem Phänomen völliger Witzlosigkeit. Selbst die Kirche warnt seit langem vor den Folgen vorehelicher Witzevergeudung. Ja, dem sündhaften vorehelichen Humor muss dringend Einhalt geboten werden. So wie es schon geschrieben steht im Briefe Paulus an die Korinthenkacker. Ich habe gekarlauert. Fiel mir, vergib mir. Ich muss dringend Abbitte kleistern und drei Schafe Maria kneten. Vorehelicher Humor, maßloses und ausschweifendes Herumwitzeln. Auch Menschen in anderen Berufen leiden unter dem Verlust ihrer Witzigkeit. Rolli-Eiscreme, wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. Vater, Mutter und der Bengel, alle lutschen Eis am Stängel. Ein klassischer Fall von Witzlosigkeit, aber es kann jeden treffen. Tag, Freunde Staubsauger. Doch was macht ein Komiker, der seine 2000 Witze bereits verschossen hat? Also, sagt der Kellner, Fliegen in der Suppe sind nur die Fleischanlage. Nee, Moment. Einst ein gefeierter und vielbeachteter Komiker, jetzt ausgebrannt, leer, überflüssig, kaputt, hey, Moment dröge, mal, ja? Langlos, langweilig. Wie fühlt man sich als Witzewrack? Blöde Frage. Beschissen. Heutzutage brauche ich sowas. Diese Pillen, die einen angeblich wieder hochbringen. Meine alte Witzigkeit wiederherstellen. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Klingt doch gut. Toi, 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 Sie schaffen das. Ich bin geschafft. Hey, der war gut. Ein tragischer Fall. Doch auch für Menschen wie Björn Behrens gibt es Hoffnung. Eine letzte Zuflucht für ihn und andere Leidensgenossen. Eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. Ein Fall, der viele von uns betroffen macht. Mich aber nicht. Nächste Woche in Passiert. Gefährlich. Bodypainting nimmt Überhand. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow. Intime Details aus dem Leben eines Groupies bei SexTV. Also bleiben Sie dran. Sehr gut! Die Zuschauer müssen ja nicht alles wissen. Die Wochenshow Classics, gleich in Sat 1. Willkommen zurück zur Wochenshow. Der Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin wird nun doch teurer als erwartet. Um die Neubelastungen finanzieren zu können, setzt Finanzminister Lafontaine jetzt verstärkt auf Nebeneinnahmen. So hat Rudolf Scharping jetzt im Bundestag eine Schnellreinigung eingerichtet. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse versucht hingegen als Popstar sein Geld zu machen. Ich bin sehr stark behaart, nicht nur am Bauch, nein, auch am Bart. Für meine Frau eine Qual, sie sagt nur, Mensch, rasier dich mal. Doch ich sag nur, ein bisschen Bart muss sein, denn ohne Bart ist nicht so fein. Und wenn du keinen hast, kein Problem, lass mir doch einen stehen. Ein bisschen Bart muss sein. Wer keinen Bart hat, bleibt allein. Und ich empfehle allen Parteien, ein bisschen Bart muss sein. Wo gehen wir denn sonst dahin? Und hier ist er wieder. Hier ist der Mann, der seine liebt. Hier ist SexTV mit Frisco Schneider.
Hallo, liebe Liebenden. Mein Name ist Briscoe Schneider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu Sex TV. Ich habe in dieser Woche ein Facelifting machen lassen. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich ganz toll geworden. Man sieht prima aus, oder? Ja. Stimmt gar nicht, war nur ein Scherz. Aber ich sag immer, Spaß muss sein. Nein, ich habe gar kein Lifting machen lassen. Jedenfalls nicht im Gesicht. Naja, liebe Liebenden, es ist ja nun so, es ist ja so, ich weiß ja, im Grunde weiß ich, dass ihr mich alle liebt. Ja, aber leider, leider gibt es Neider. Das reimt sich übrigens. In jedem Fall ist es so, dass man mir geschrieben hat, da schreibt jemand Briscoe in deiner Sendung, du redest und redest und redest. Ja, du kommst nie zum Punkt, ja. Das ist ja ganz furchtbar. Aber es ist nicht so. Ich bin immer gut vorbereitet, ja. Ich stehe jeden Morgen um 6.30 Uhr auf. Also 6.35 Uhr, bei 5 Minuten mümmel ich mich noch in meine Kissen. Und dann stehe ich aus und schlüpfe aus den Federn. Nicht? Und dann mache ich als allererstes Hanteltraining. Das geht vor, zurück, vor, zurück, hochziehen nach hinten und zur Seite. Ja. Und danach gehe ich als erstes unter die Dusche. Ich dusche erst warm. Dann mal ganz kurz eisekalt. Dann wieder warm. Und dann mache ich so Sprechübungen und nehme so einen Korken in den Mund und dann kann er, ja. Ja, jedenfalls bin ich immer gut vorbereitet. So. Und jetzt sehen wir als erstes einen erotischen Film. Nach pralle Möpse und dicke Titten gibt es jetzt etwas, was sie wirklich scharf macht. Dicke Brieftaschen. Dicke Brieftaschen. Das ultimative Magazin für Männer, die wissen, was zählt. Dicke Brieftaschen. Das sind über 60 Seiten randvoll gefüllt. Portemonnaies, Geldbeutel, Geldtaschen und Börsen. Prall und dick. Sie passen in keine Hosentasche. Und in jedem Heft die Brieftasche des Monats zum Ausklappen. Haben Sie so dicke Brieftaschen schon einmal gesehen? Holen auch Sie sich dicke Brieftaschen. Und jetzt neu, dicke Brieftaschen als Kaufvideo. Holen Sie sich's überall dort, wo es Brieftaschen gibt. Ja, liebe Liebenden, viele träumen ja davon, einmal Sex mit Prominenten zu haben. Also auch mit mir. Ich habe heute eine tolle Frau zu Gast, die schon mit sehr, sehr vielen Prominenten Sex hatte. Tja, begrüßt mit mir, liebe Liebenden, das erfolgreichste Groupie aller Zeiten. Hier ist Berit Arnold. Hey! Hey Britt, du machst also auch den lustigen Facelifting-Witz, ne? Wie bitte? Ach,
Du hast dich wirklich mal liften lassen? Naja, Brisco, da tun doch alle heutzutage, die was erreichen wollen. Aha. Und mit wie vielen Rockstars hattest du schon Sex? Meinst du mit oder ohne Vorgruppe? Jetzt mal, ich meine mehr so Berühmtheiten wie David Bowie? Ja. Bruce Springsteen? Oh ja. Auch. Pink Floyd? Die ganze Truppe. Die Backstreet Boys? Alle durchgemacht. Die Wildecker Herzbuben? Ja, die auch, aber ich muss sagen, hinterher war ich natürlich verhältnismäßig platt. Das finde ich so gut. Und wer war so der wildeste von allen? Der wildeste? Naja, am anstrengendsten waren die Fischerchöre. Britt, wie wird man denn so Groupie? Wie wird man Groupie? Ja, es ist ein harter Weg. Also man muss ganz unten anfangen. Am Anfang schläft man nur mit Sachen wie Bab und Pur. Ne? Dann arbeitet man sich langsam hoch. Und dann wird man irgendwann richtig erfolgreich. Ja. Hast du denn auch so ein Erfolgsgeheimnis? Naja, also jeder, der was erreichen will, der muss natürlich auf sein Äußeres achten. Ja, ja. Das gute Aussehen, die Schönheit sind das A und O einem Groupie. Man muss ja nach was aussehen. Ja. Und du siehst ein bisschen aus wie eine geplatzte Wurst. Wer bitten? Das hier ist das Ergebnis von 24 Schönheitsoperationen. Also du sollst es wirklich nicht persönlich. Ah, bitte aufpassen, die Narben am Knie sind noch nicht verheilt. Ach, man hat dir von deinem Knie was ins Gesicht transplant. Naja, also, wenn das mal so einfach wäre. Am Anfang wird von der Hornhaut von den Füßen zum Straffen der Brüste einiges in die Schulterpartie eingearbeitet, anschließend Knorpel aus dem Knie in die Ohren transplantiert, danach alles mit Silikon aufgeschäumt und ganz zum Schluss kommt von der Gesäßfalte etwas an den Mund und von dem Mund etwas in die Kniekehle. Hey. Das heißt, du hast eine Gesichtsfalte am Mund, das heißt, du kannst mit dem Hintern lachen? Dann mit dem Hintern lachen, genau. Das finde ich toll, das finde ich toll, das finde ich toll. Aber so viele Operationen, sind die nicht ziemlich teuer? Ach, Brisco, Essen und Trinken, das bekomme ich ja von den Stars. Ich bin ja so mit denen. Mhm. Und einige sind auch sehr zuvorkommend und höflich. Zum Beispiel die ganze Band von Cher, als ich mit der komplett geschlafen hatte. Da hat mir die Cher hinterher ihre alte Nase vermacht. Ach. Die nicht süß hier, guck ja. mal. Das Lecker. Heißt, du trägst also auch die alten Sachen, also die alten Körperteile von Rockstars. Ja, auf. Sicher, das ist Recycling. Das ist praktisch Secondhand. Also, aha, ich habe zum Beispiel den Busen von den Spice Girls bekommen. Das hier ist von der Gary. Das Teil. Und das ist die Mel C hier. Jetzt weiß ich auch, was es heißt, wenn sich eine Band auflöst. Hast du denn auch Körperteile von männlichen Rockstars? Ja. Nein. Hast du denn noch so viel Sex mit Stars? Irgendwie in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann mir das aber nicht erklären. Was hast du denn heute Abend vor, Briscolein? Wir sind ja heute Abend noch lang unterwegs nach so einer Sendung. Und danach muss ich ja auch wieder arbeiten. Morgen um 6.30 Uhr stehe ich ja auf. Und dann müsste ich mit dir. Morgen haben wir frei. Ja, toll, danke. Ja, aber wir können ja mit. Na, dann wird das aber noch ein schöner Abend. Das war SexTV für diese Woche. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin liebe ich euch alle. Ciao.
einige Kritik an seiner Amtsführung hat Bundesumweltminister Trittin schwer zugesetzt. Jetzt entschloss er sich zurückzuschlagen. In unserer Zeitung von morgen können Sie schon einmal sehen, wie Trittin im Deutschen Bundestag vollkommen durchdrehte. Das, meine Damen und Herren, war die Wochenshow. Und wenn Sie noch mehr von der Wochenshow sehen wollen, dann klicken Sie uns an im Internet unter www.wochenshow.de. Und zum Schluss zeigen wir noch einige Szenen, die sogar Brillenträger richtig scharf finden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Entschuldigung, was halten Sie denn? Jungs, das ist ja fabelhaft. Sagen Sie doch mal, wer war dabei? Warte eine Sekunde, Scheiße, Entschuldigung. Fimmel, vergib mir. Oh nein, ich muss dringend drei Schafe Marias kleistern. Abgekleistert. Benölken vom Max-Planck-Institut für diagnostische Katatonie. Hinter...